Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Play hier auf dem Kanal. Wir spielen The Lion's Song. Ist ein Point-and-Click-Adventure im Pixel-Stil von einem Indie-Entwickler. Momentan gibt es leider nur die erste Episode. Es wird insgesamt in 4 Episoden erscheinen. Und die erste Episode gibt es auf Steam gratis. Man kann sich dann für die restlichen, wie hier auch schon steht, einen Seasons Pass kaufen. Der kostet 10 Euro, soweit ich weiß. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen einfach mal an. Ich weiß selbst nicht genau, worum es geht. Wir spielen auf jeden Fall eine junge Dame, die in einer Schaffenskrise offensichtlich ist, soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, von der Spielbeschreibung her. Und wir legen mal los. Es ist übrigens, glaube ich, komplett auf Englisch. Ich gebe mein Bestes beim Übersetzen. Melkbahnhof. Hier wird offensichtlich gemolken. Oh nein, es ist doch auf Deutsch. Cool, ich dachte, das wäre auf Englisch. Hast du genug Socken? Du brauchst genug Socken. Es ist kalt dort. Mama, du hast die Socken doch selber in den Koffer gepackt. Er ist voll mit Socken. Zusteigen, bitte. Zusteigen für den Zug nach Wien. Du wirst schreiben, ja? Jeden Tag, Mama. Versprochen. Ach, du Lügner. Zusteigen, letzter Aufruf für Wien. Lass den Bub doch gehen. Er wird Ärger kriegen, wenn er nicht zurechtkommt. Macht es gut. Macht es gut, Mama und Papa. Macht es gut. Mach's doch besser. Wilma hat damals denselben Zug genommen. Jetzt ich. Wien, Musikakademie. Und das hier ist, glaube ich, Wilma. Oder das bin ich, okay. Arthur, wo bist du? Du hast mich doch gebeten, herzukommen. Jetzt sitze ich hier. Und warte. Vielleicht willst du ja endlich über uns reden? Aber du bist doch so schüchtern. Du wirst nicht wissen, wo du beginnen sollst. Sei nicht dumm, Wilma. Ist also doch Wilma. Du hoffst immer, es passiert. Dann passiert doch nie etwas. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich hab dich einfach sehen müssen. Entschuldige meine Verspätung. Warum wollen Sie mich sehen, Professor? Ah, das ist also der Professor. Wo waren Sie denn? Ich warte noch nicht lange. Warum wollt ihr uns denn sehen? Warum wollten Sie mich sehen, Professor? Ach, sag Arthur zu mir. Warum wolltest du mich sehen? Also, um ehrlich zu sein. Ja? Wilma. Deine Aufführung im Salon. Es war beeindruckend, dich spielen zu hören. Die Gäste. Sie haben ihren Ohren nicht trauen können. Ja, es scheint ihnen gefallen zu haben. Das freut mich. Wir nehmen mal wieder das Erste. Oh ja, es scheint ihnen gefallen zu haben. Sie wollen mehr von dir hören, Wilma. Wir müssen dieses Momentum aufrechterhalten. Wie kommst du mit der neuen Komposition voran? Sie ist schwieriger als die anderen. Ich komme voran. Klingt beides jetzt nicht so... Also, klingt beides nicht atemberaubend. Wir nehmen mal wieder das Erste. Sie ist schwieriger als die anderen. Deine Musik ist so neu. Sie bezaubert. Sie fordert einen heraus. Ich glaube... Nein, ich weiß, dass wir kurz davor sind, etwas Großartiges zu schaffen. Die Zukunft der Musik. Arthur, ich... Wir müssen auf deinen letzten Erfolgen aufbauen. Hörten wir jetzt auf, wir vertreten diese Chance. Wir müssen weitermachen. Wir müssen weiterarbeiten. Wir müssen dich, deinen Namen, etablieren. Also, ich, das ist... Was nun? Ich habe schon angefangen, aber... Aber? Oh, Arthur, ich komme nicht weiter. Ich komme einfach nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich die Komposition beenden soll.
Sag das nicht, Wilma. So weit sind wir gekommen. Alles, wofür wir gearbeitet haben. Ich ertrage es nicht, dich zu enttäuschen. Ich weiß, was es ist. Der Druck vom Institut. Leute, die um deine Aufmerksamkeit ringen. Die dich auf der Straße ansprechen. Ich, der dich noch weiter unter Druck setzt. Wien ist eben eine Stadt. Du doch nicht, Arthur. Das Momentum. Ja, Wien ist eben eine Stadt. Ja, nein, er setzt uns, glaube ich, überhaupt nicht unter Druck. Das sieht man ja, ne? Wir müssen weiterarbeiten. Du musst die Komposition beenden. Das ist überhaupt kein Druck. Wien ist eben eine Stadt. Wien ist eben eine Stadt. Das können wir nicht ändern. Du brauchst eine Veränderung. So viel steht fest. Hör einmal. Ich habe da eine Hütte in den Bergen. Dort wirst du bestimmt schreiben können. Das kann ich nicht annehmen. Nein, du hast schon so viel für mich getan. Wirst mitkommen? Hm? Offensichtlich ist sie ja ein bisschen verliebt in ihren Professor, denke ich mal. Denn sie hat ja vorher an einen Arthur gedacht. Das wird wohl dieser nicht mehr ganz so junge Mann sein. Fragen wir mal, ob er mitkommen wird. Wirst mitkommen? Ich? Das wird deinem Ruf wohl kaum förderlich sein. Du wirst die Zeit alleine brauchen. Die Stille. Ja, die Stille. Ich kümmere mich hier um alles Weitere. Arthur, ich kann nicht. Das ist keine Bitte, Wilma. Es ist beschlossen. Eine Kutsche wird dich morgen abholen. Und da ist genug Proviant in der Hütte. Also werden wir wohl weggeschickt von dem Mann, den wir lieben. Pack nicht zu viel ein. Du willst doch deine alte Geige nicht mitnehmen. Doch, diese alte Geige zu spielen beruhigt mich. Du wirst die letzte Strecke gehen müssen. Das ist ein ganz schöner Aufstieg. Ich werde es schon schaffen. Na gut, es wird das Beste sein. Du wirst ganz allein sein, ohne Ablenkung. Irgendwo in den Alpen. Sieht irgendwie schön aus. Auch wenn mir der Himmel Sorgen macht, der sieht so dunkel aus. Aber sonst, wenn man den ausblendet, eigentlich ganz hübsch hier. Wald. Fast da. Ein paar Schritte noch. Wald, Wald, Wald. Hütte? Nur noch ein bisschen. Hütte, Hütte, Berge. Oh, Telefonmasten. Puh. Ah, da kommt die junge Dame ja schon. Endlich bin ich hier. Da ist sie. Arthurs Hütte. Oh, Arthur. Ich hoffe so sehr, dass du recht hast. Dass ich hier meine Inspiration finde. Mhm. Pfad? Der Pfad führt hinunter zu Arthurs Hütte. Wald? Die Wälder sind dicht hier oben. Die Bäume tragen dichte Nadelgewänder, durch die man kaum durchsieht. Telefonmasten? Telefonmasten. Hier oben die einzige Verbindung mit der Außenwelt. Ja, ich liebe ja Gewitter. Dunkle Wolken hängen über den Bergen. Fast als warteten sie auf etwas. Der Wind nimmt allmählich zu. Es kann nicht mehr lange dauern, bis der Sturm hier ist. Ich sollte mich beeilen. Ja, dann beeil dich mal. Das ist noch ein gutes Stück weit weg. Vielleicht schaffe ich es noch vor dem Regen. Lauf, Wilma. Ich glaube an dich. The Lion's Song, Episode 1, Stille. Okay. Ah, jetzt geht's weg. Ich hab's gerade noch vor dem Regen geschafft. Hoffentlich hört es bald wieder auf zu regnen. War ganz schön anstrengend hier herauf. Puh. Na gut, Wilma. Zeit, deine Tasche auszupacken. Meine Tasche. Ich bin richtig hungrig. Hier drin sollte doch irgendwo noch Brot sein. Notenpapier. Ach, hier ist es. Oh, da war ein Brief darunter. Von wem der wohl ist?
Errungenschaft freigeschaltet, leichtes Gepäck. Seht ihr nicht, weil das wird nicht mit aufgenommen. Da steht, erst bei Ankunft öffnen. Meine teure Wilma. Ich hoffe, du hast die Hütte ohne Probleme erreicht. Du hast bestimmt schon zu schreiben begonnen. Inspiriert von der schönen Natur um dich. Ja, wunderschön bei dem Unwetter. Weiterlesen. Ich muss dir jedoch etwas gestehen. Ob er wohl etwas über uns schreibt? Und sie guckt auch so freudig. Ich habe bereits vor deiner Abreise damit begonnen, ein Konzert im Musikverein zu organisieren. Ich konnte einige berühmte Kollegen überzeugen, Werke beizusteuern. Wir lesen weiter. Ich musste mehrere Gefallen einfordern, doch... Oh, jetzt guckt sie schon etwas unfreudiger. Herr Schönberg, Herr Berg und Herr Mahler haben zugestimmt, Werke für diesen glorreichen Abend zur Verfügung zu stellen. Deine Komposition wird jedoch im Mittelpunkt stehen. Oh, und jetzt guckt sie richtig bedrückt. Das große Finale. Wilma, denk doch nur daran. Das muss alles ganz plötzlich für dich kommen. Und ich bitte dich um Verzeihung. Doch deine Zeit ist jetzt. Die Musiker brauchen das Stück bereits nächste Woche für die Proben. In Vorfreude deiner Rückkehr, Arthur. Die Ärmste. Ja, er setzt sie überhaupt nicht unter Druck. Er lässt ihr alle Zeit der Welt, die sie braucht. Oh Gott. Ein Konzert? Eine Woche? Wie soll mich das beruhigen? Arthur, wie konntest du nur? Der Sturm ist schon fast hier. Wie soll ich etwas schreiben, wenn ich nicht hinaus kann? Ich sitze hier fest. Mit dem Sturm draußen. Und in mir Stille. Jausenbrot? Okay. Oh, Telefon. Hallo? Jitamnekdo? Wie bitte? Deutsch? Ja. Wer ist da? Mit wem wollen Sie denn wollten Sie da sprechen? Sind Sie sicher, dass Sie die richtige Nummer haben? Wer ist da? Wer ist da? Ich. Also, mein Name ist Leos. Nein, Moment mal, das passt nicht vom Akzent, oder? Der ist wahrscheinlich Franzose. Ich kann jetzt gerade keinen französischen Akzent, das ist gerade irgendwie peinlich, aber er hatte 4 Jahre Französischunterricht. Aber gut, da lernt man die französische Sprache, nicht in Deutsch mit einem französischen Akzent zu sprechen. Sind Sie noch da? Ja. Erstaunlich. Ich frage mich, sind Sie in der Nähe? Wo sind Sie denn? In Österreich, in den Alpen? Woher rufen Sie denn an? Das möchte ich nicht sagen. Ich glaube, wir sind in den Alpen, ne? Wobei, es gibt ja auch französische Alpen in Österreich. In Österreich? Ich bin aus Südböhmen. Das ist ganz schön weit weg. Haha. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Man hat mir erzählt, dass man über weite Distanz reden kann. Aber dann wirklich eine Stimme zu hören. Wie großartig. Das bedeutet, ich kann endlich mit meiner Nichte Nicole reden. Magenknurren. Die Ärmste hat Hunger. Sie muss ihr Jausenbrot essen. Was war das? Nichts. Donner. Ein Sturm zieht aus. Was war was? Donner. Es war der Donner. Donner. Ein Sturm zieht auf. Das klang aber schon etwas näher. Kam das nicht von Ihnen? Ich habe nichts gehört. Wie peinlich. Ich habe nichts gehört. Ich habe nichts gehört. Dieses Geräusch höre ich täglich, wenn meine Gäste mit leerem Magen zu mir kommen. Sie sind Gastwirt, Leos? Bin ich. Bei mir gibt's die besten Knödel in ganz Böhmen. Besonders, wenn sie frisch aus dem Topf sind. Mit einer herzhaften Soße. Und schon wieder knurrt ihr Magen. Aber wenn man sie ansticht und es dampft so heraus. Das klingt köstlich. Aufhören bitte, Sie quälen mich. Klingt, als wären's selbst Ihr bester Kunde. Das klingt köstlich, das klingt wirklich lecker. Ich bin froh, dass ich gerade erst gefrühstückt habe. Das klingt köstlich. Sie sind köstlich. Sie müssen einmal vorbeikommen, damit ich welche für Sie machen kann. Ich wünschte, ich hätte schon eine Portion hier. Natürlich wünschen Sie sich das. Hohohohohoho. Verzeihen Sie mir. Sie sind bestimmt schon ganz hungrig. Es war mir eine Freude, mit Ihnen zu sprechen, Madame. Oh, es tut mir leid. Wo habe ich nur meine Manieren? Ich habe sie nicht einmal nach ihrem Namen gefragt.
Ich heiße Wilma. Ich heiße Wilma. Wilma. Oh, und wieder eine Errungenschaft. Zu höflich. Wilma, es war mir eine Freude, mit Ihnen reden zu dürfen. Glauben Sie, wir könnten bald wieder miteinander telefonieren? Man hat mir eine Nummer gegeben. 1255. Vielleicht. Ich hoffe es. Auf Wiederhören, Leos. Danke für den Anruf. Ich muss jetzt aber wirklich essen. Auf Wiederhören. Wir verabschieden uns vernünftig. Auf Wiederhören, Leos. Auf Wiederhören, Wilma. Ach. So, jetzt aber das Brot. Ich habe eh schon Hunger. Okay, dann essen wir mal das Jausenbrot. Schmatz. Das schmeckt herrlich. Jetzt bin ich müde. Das war zu viel für den ersten Tag. Und die Arme schläft an Ort und Stelle ein. Draußen taucht die Sonne gerade zwischen den Häuserschluchten auf. Neben Wilma rührt sich jemand. Was? Oh, ich glaube, sie träumt. Decke, ich, Arthur. Was haben wir hier noch so? Flasche. Flasche, Schuhe, Gewand. Okay. Flasche. Wie viel haben wir getrunken? Ich fühle mich gar nicht betrunken. Das können nicht meine sein. Die könnte ich mir nie leisten. Ist das mein Kleid? Was haben wir gemacht? Ah, wie viel haben wir getrunken? Ja, das hatten wir gerade schon. Ganz weich. Ah. Wilma. Hey, bist du wach? Nein, vielleicht jetzt bin ich es. Nein. Nein. Es ist schon spät. Wie können wir hier sein? Ich war doch gerade eben noch... Ich muss los. Bleib doch noch ein wenig. Irgendwas ist komisch. Ja, irgendwas ist komisch, das stimmt. Aber ich glaube, sie träumt auch nur. Warte. Irgendwas ist komisch. Also, ich wollte das doch, aber... Ich muss wirklich gehen. Man erwartet mich zurück an der Fakultät. Wir sind doch erst einen Moment zusammen. Ich bin müde, aber es ist doch deine Fakultät. Wird ja mal besser. Nicht nur mit dem, also im Professor verknallt, sondern auch noch denjenigen, denen die Fakultät gehört. Aber es ist doch deine Fakultät. Ja, du bist meine Studentin. Eigentlich sollten wir gar nicht zusammen sein. Ist das, was wir sind? Studenten und Lehrer, geheime Liebhaber, zusammen. Zusammen? Von draußen dringt das Läuten der Kirchenglocken herein. Wird ja auch mal fertig mit Laden. Jetzt. Schon 6? Ich bin schon zu spät. Was kann so dringend sein? Wen triffst du denn? Was kann so dringend sein? Was kann so dringend sein? Ich bekomme heute Schönbergs Beitrag zum Konzert. Ich muss da sein. Oh, es wird großartig. Arthur, wir sollten reden. Stell dir nur ihre Gesichter vor, wenn dein Werk ertönt. Oh, er scheint sie recht unsanft festzuhalten. Sie sieht auch auf einmal recht gequält aus. Auch hier scheint sie sie jetzt, scheint er sie jetzt etwas doller festzuhalten. Was machst du? Stell dir vor, wo du in einem Jahr sein könntest. Hör auf, du tust mir weh. Die Zukunft der Musik. Nein. Au.
Arthur! Nein! Entschuldigung, falls ich ins Mikro gequietscht habe. Tag 2. Und es regnet immer noch. Sie hat kein Glück mit dem Wetter. Es war nur ein Traum. Nur ein Traum. Arthur, endlich war ich mit dir zusammen. Ich will, nein, ich muss diese Komposition schreiben. Aber wie beginnen? Los, Wilma, konzentriere dich. Du hast das doch früher schon geschafft. Alles könnte Inspiration sein. Meine Komposition. Wo verstecken sich nur die Melodien? Was? Meine Geige. Genauer betrachten. Meine Geige. Mit all ihren Kratzern, Kerben und Blessuren. Ich habe sie damals von Papa bekommen. Und Otto hat immer versucht, sie zu stehlen. Wie es wohl ihm und den Eltern geht? Oh, komm, wir spielen jetzt mal eine Melodie. Mal schauen. Eine Melodie. Natürlich. Ich spiele einfach. Die Musik wiederholt sich.